Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist wieder euer Stürmi und ja, heute habe ich für euch ein Battle und zwar hier die Blister der Match Attacks Serie und der Match Attacks Extra Serie. Wir werden schauen, wer die besseren Karten drin hat und am Schluss werden wir vielleicht noch ein Team draus bauen. Mal schauen, was draus wird. Dann würde ich sagen, jetzt kommt erstmal das Intro und dann geht's los. So, dann schauen wir mal und wir starten am besten erstmal die Booster rausnehmen. Damit starten wir erstmal. So, das hier ist Match Attacks. Und das hier ist die Match Attacks Extra Serie. So, warte mal. Das kriegen wir doch irgendwie so hin, oder? So. Jo. Also, hier haben wir vier Booster plus der Booster mit der Lemmy. Hier haben wir zwei Booster und einen Booster mit der Lemmy. Hier sind 10 Karten drin, also 20. Und hier 5 sind 25 Karten, stimmt. Also 24 plus die eine. Und hier haben wir 5er, sind 10, 20. Genauso viele. Ja. Und dann starten wir mal mit der Match-Attacks-Serie. Und ja. Auf geht's. So. Code brauchen wir nicht. Alles wieder verdreht, ist ja klar. Zack, zack, zack. Oh, hier haben wir schon mal Timo Werner. Timo Werner ist schon mal nicht schlecht. Dann haben wir Ginter. Wir haben hier Kieré oder wie der ausgesprochen wird. Diga und Trimmel. Ja, da ist natürlich Timo Werner. So, Timo Werner kommt auf jeden Fall mal hierher. Wir machen am besten die Booster hier mal auf Seite. Und wir starten mit dem Booster der Match Attacks Extra Serie. Okay, hier haben wir natürlich jetzt ein Problem. Ich hole jetzt einfach mal 5 Karten raus. Ich versuche nicht zu gucken, aber das ist natürlich ein bisschen blöd. Gut. 1, 2, 3, 4, 5. So. 5 Karten. Und zwar haben wir hier einmal Geipel. Dann haben wir hier Meier von Bochum. Dann haben wir hier Kinzombi vom HSV. Dann haben wir hier Günther von Freiburg. Oh, hier haben wir den Supercup, die Trophäe. Wow. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Dann legen wir die mal hier irgendwie so dahin. Ja, wer ist denn hier jetzt der Bessere? Ich glaube gar keiner, oder? Ja, da holen wir natürlich Timo Werner. Also 1 zu 0 für die Magitex-Serie, also die normale. Und wir starten mit dem nächsten Booster. Und ich sehe schon, ist ein Dortmunder drin. Das ist natürlich noch ein Dortmunder. Oh. Das sieht dann ganz schlimm aus. So, hier haben wir Sancho. Okay, Deutsch ist wieder gut. Club 100. Club 100. Richtig geil. Dann haben wir nochmal Jadon Sancho. Ah ja. Da kann ich mir sogar einen aussuchen. Dann Aaron Hunt. Moisander. Und Laurent Jans. Ja, da holen wir auf jeden Fall mal Jadon Sancho. Und zwar die Club 100 hier. Zack. Und wir schauen, was hier noch drin ist in den 5 Karten hier.
Da hätten wir. Oh! Defensiv-Trio von Paderborn. Die sehen ja mal nice aus. Und zwar hier Träger, Kühnemeier und Collins. Sieht gut aus. Aber können wir leider nicht nehmen, weil es eine Karte ist mit mehreren Spielern. Dann schauen wir mal, was wir hier noch haben. Da hätten wir hier noch Feljovic oder Feljkovic von Werder Bremen. Dann haben wir hier Mario Engels von Sandhausen. Dann haben wir hier Amadou Haidara. Und Marc Uth von Gölle. Ja. Ich glaube, da kommt keiner ran an Sancho. Das ist das 2:0 für die Match Attack Serie. So, dann geht's mal weiter. Nächster Booster. Zack, zack. Alles richtig drehen. Zack, zack, zack. Geht. Weiter geht's. Wir hatten hier als erstes Willi Orban. Schon mal nicht schlecht. Dann haben wir hier Jesper Verlat von Sandhausen. Dann haben wir hier Mittelstädt von Berlin. Dann haben wir hier Philipp Max von Augsburg. Und hier haben wir Matchwinner Sebastian Scholau von Paderborn. Ja, wen nehmen wir denn da? Ich würde sagen. Ich würde sagen. Ich nehme Willi Orban. Ich nehme Willi Orban. Ihr könnt ja mal in Kommentare schreiben, wenn ihr genommen hättet. So, hier müssen wir wieder halbieren. Also. Ich hole hier jetzt 5 Karten aus dem Stapel. 1, 2, 3, 4, 5. Die kommen hier auf den Stapel. Zack, zack. Und wir haben hier als erstes Sinkgraven von Leverkusen. Dann haben wir hier Luca Kilian von Paderborn. Der hat sich ja infiziert mit Corona. Ich hoffe, ihnen geht's wieder gut. Dann haben wir hier Auswärtstrikot Jonathan Klaus von Arminia Bielefeld. Dann haben wir hier schon wieder eine Trio-Karte. Offensiv-Trio von Hoffenheim. Und zwar Bebu, Grammaric und Adamian. Also die gefallen mir richtig gut. Und dann hätten wir hier noch Matthias Zimmermann von Fortuna Düsseldorf. So, wen nehmen wir denn hier draus? Also ich glaube, die beste ist hier. Einer von den zweien hier. Aber ich glaube, Willi Orban ist besser wie die zwei hier. Das wäre das 3:0. Komm, eine Runde wird doch hier irgendwie noch die Matchtags extra hier gewinnen. So, der Code weg, dann drehen wir das Ganze alles noch und dann geht's los. Hier hatten wir das Hoffenheim Logo, dann haben wir hier Red Source von Leverkusen, dann haben wir hier Jan Sommer, der ist schon mal nicht schlecht, dann haben wir hier Bikacic von Hoffenheim und dann haben wir hier noch Kabak von Schalke 04. Okay. Ich glaube, ich würde hier Jan Sommer nehmen. Jan Sommer. Und dann holen wir uns die restlichen aus dem 10er Pack hier von der Extra-Serie. So, los geht's. Wir haben hier einmal Stefan Leine. Da haben wir hier Kaan Ayan von Düsseldorf. Dann haben wir hier
Shima Okoroji von Jan Regensburg. Dann haben wir hier Tim Leibold von HSV und Griffo von Freiburg. Eieieiei. Also was sind denn hier für Karten drin? Junge, Junge. Ja. Gladbach. Da würde ich Leiner nehmen, aber da kommt keiner an Jan Sommer vorbei. Ich hätte nicht gedacht, dass die Serie so schlecht ist hier. 4-0. So, und dann kommt hier noch die letzte mit der Limmy. Dann schauen wir mal, ob da noch irgendwie sich was tut. Komm. Einmal wird doch hier was passieren. Oh, wir haben hier die Meisterschaftsschale. Wow. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Hier ist eine Karte verdreht. Dann haben wir hier einmal OP Mezzano oder Upamas. Ja, irgendwie so. Von Leipzig. Dann haben wir hier Ermin Bikacic. Den hatten wir doch eben schon. Dann haben wir hier von Schalke. Rüschos. Was? Grüß. Oh nein. Keine Ahnung. Den Namen spreche ich nicht aus. Und dann haben wir hier noch Christopher Drimmel, limitierte Auflage von Union. So, ja. Da hole ich dann den Leipziger hier. Und wir schauen in das letzte Pack hier. Und dann schauen wir mal, ob wir noch ein Team zusammenbekommen hier aus den Dings hier. Aus den ganzen Packs. Bags. Hier haben wir Adamian von Hoffenheim. Dann haben wir hier Seguin von... Oh, wie heißen die nochmal? Kräuter Fürth. Boah. Oh, Haaland. Absolut. Das ist das 4-1. Also wenigstens eine Runde. Wer wäre noch gekommen hier? Hier haben wir noch Haberer als Matchwinner. Auch cool gemacht. Und hier haben wir noch Castells als limitierte Auflage. Richtig nice. Oh ja. Okay, 4-1 für die Match-Attack-Serie, die normale. Ja, und jetzt schauen wir mal. Die lege ich jetzt mal zur Seite. Und dann gucken wir mal, dass wir noch ein Team irgendwie zusammenbekommen. Ja, ich will die jetzt nicht durcheinander bringen, oder? Das ist nämlich normale Serie und das hier ist die. Und ja. Schauen wir mal. Die brauchen wir jetzt auch nicht. So, das ist die normale Serie. Und das hier ist wieder die andere. So, auf jeden Fall Sturm. Dann schauen wir mal weiter. Hier Torwart. Ist das der beste Torwart hier? Ich glaube, ich habe sonst gar keinen. Kein Torwart? Ah ja. Okay, ein Torwart habe ich. Und das ist nur hier Jan Sommer. In der Extra-Serie. Dann haben wir hier noch Willi Orban. Dann haben wir hier noch Timo Werner. Dann machen wir hier eine Doppelspitze. Hier haben wir dann noch Jadon Sancho. So, dann schauen wir mal. Ach doch, ich habe hier noch Castells, habe ich ja noch. Soll ich den hier reinmachen? Die Limmy? Das ist nämlich die Frage. Ja, aber ich finde, Jan Sommer ist ein bisschen besser. So, was haben wir denn hier noch? Mittelfeld, Haberer, ja, Leibold. Hier haben wir noch Sinkgrafen, Abwehrspieler, vielleicht den noch irgendwie. Hier ist auch noch ein Abwehrspieler. Werder Bremen, noch ein Abwehrspieler, schauen wir mal. Angriff, brauchen wir jetzt... Mittelfeld.
Haidara. Hier Mag'ut. Vielleicht können wir den hier vorne irgendwie hinmachen. Ja. Schauen wir mal in der anderen Serie hier. Hier haben wir noch Upe Mesano. Der vielleicht noch. Ich lasse mal so die Abwehr hier. Dann haben wir hier noch einen Abwehrspieler. Pikachu, Abwehr, Angriff, Abwehr, 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 ja moin. Ich will Mittelfeld, hallo. Ne, den habe ich ja schon. Moisander, hier haben wir noch Mag'ut. Aaron Hunt meine ich. Aaron Hunt. Pff, weiß ich nicht, ich überlege mir das noch. Rezos. Angriff. Hier waren nicht so gute Spieler drin, merke ich. So, Mittelfeld. Machen wir das so? Ich weiß es nicht. Ein Spieler bräuchte man noch. Einen Spieler. Wen holen wir denn noch? Wer kann denn hier Sechser spielen? Wer kann hier Sechser spielen? Abwehr. Ich weiß nicht, kann Willi Orban vielleicht Mittelfeld spielen? Ich weiß nicht. So, und dann holen wir von Werder Bremen hier Moisander. So. Das wäre jetzt so meine Mannschaft. Ja. So lassen wir es. Zack, zack. So. So können wir es lassen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr meint. Ich finde es so in Ordnung. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Und ja, wenn ihr noch mehr Battles sehen wollt, schreibt es in die Kommentare, mit was soll ich das machen. Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.